Seit den letzten Patch wurden wieder neue Dinge zum Haupt-Easter Egg implementiert. Diesmal geht es aber nicht um eine Dog-Tag, sondern um einen Skin. Eine Eskalation für das M1917MG. Ich verlinke euch die zwei vorgehenden Teile nochmal am Ende des Videos, aber die sind nicht zwingend Voraussetzung dafür. Im Hintergrund seht ihr schon, wie das Skin aussieht. Die Dauer dafür sind ungefähr 20 Minuten. Den Skin könnt ihr nur auf einen öffentlichen Server machen. Private Server mit Passwort gehen dabei nicht. Bei der Serversuche filtert ihr einfach Albion 64 Slot und Eroberung heraus. Wenn ihr auf den Server seid, geht ihr direkt bei Albion auf die russische Seite, nehmt den Supporter und geht zur Mitte zu den Telegrafenmasten. Die Holzkisten in der Mitte einfach mit dem MG wegschießen. Wenn jetzt hier die Holzkisten weg sind, dann seht ihr jetzt hier diese Metallkisten. Und überall bei den Metallkisten an der Seite, da ist so ein kleineres Blech, sage ich mal. Und wenn ihr da euch davor kniet, dann habt ihr einen Knopf, den ihr aktivieren könnt. Und das sind insgesamt 9 Stück. Fangt am besten mit den zwei äußeren Kisten wie ich hier an. Und dann beginnt ihr einfach gegen den Uhrzeigersinn die ganzen Knöpfe zu drücken. Die Reihenfolge ist dabei egal. Es geht nur darum, dass man nicht durcheinander kommt. Ich lasse das im Hintergrund nochmal laufen bis zum Ende, dass ihr genau seht, wo die Knöpfe sind. Ja, aber es können noch für Probleme auftauchen, dass Leute den Server joinen, euch den Leuchtturm hinten kaputt schießen und dann habt ihr ein ganz großes Problem, weil den brauchen wir dann nochmal später zum Ende. Wenn ihr das Easter Egg zu zweit machen wollt, gebe ich zum Ende nochmal einen kleinen Tipp, wie euer Kollege das ganz schnell bekommt. Wenn ihr alle 9 Knöpfe gedrückt habt, geht es weiter mit Phase 2. Wir gehen in die Richtung zur russischen Basis und sehen dann nach dem Hügel ein größeres Haus in der Mitte mit blauen Türen. Da müssen wir jetzt rein. Jo, wenn ihr direkt beim Haus angekommen seid, einfach eine Granate direkt rein, weil die Kommode muss weg und dahinter verbirgt sich ein Knopf und den drücken wir jetzt genau einmal und dann geht es wieder zurück, wo wir gerade eben waren und drücken nochmal 9-mal die Kisten. Die Reihenfolge spielt wieder keine Rolle und wenn ihr 9-mal die Kisten gedrückt habt, geht ihr wieder zurück zu diesem Haus, dann drückt ihr diesen Knopf hinter der Kommode insgesamt 4-mal. Dann geht ihr wieder zurück zum Sendemasten und legt euch genau auf die Seite, wo ich mich gerade befinde, hin und zeichnet den Morsecode zum Beispiel mit Shadowplay, Outer City, OBS Studio oder mit einer externen Karte, zum Beispiel Elgato, auf. Anschließend extrahiert ihr aus dem Video eine MP3, das könnt ihr zum Beispiel mit Free Video to MP3 Converter machen. Ich packe euch in die Beschreibung mal alle Links dazu rein. Es kann sein, dass der Morsecode bei euch viel zu leise ist, deswegen gehen wir jetzt nochmal unter den Audioeinstellungen schauen, was ihr eingestellt habt. Am besten stellt ihr dort Kriegsbänder ein, dann die Gesamtlautstärke auf 100 und die Musiklautstärke auf 25. Bei der Gelegenheit schaut ihr auch noch bei Windows dabei, ob dort auch die Grundlautstärke auf volle 100% ist. Bei mir hatte sich das nämlich verstellt. Ich werde jetzt nochmal zeigen, wie man manuell den Morsecode in Audition und Outer City abliest. In Audition zieht ihr einfach die MP3 oder auch MP4. Geht hier genauso, weil der spaltet automatisch die Audio selber ab. Herein, dann auf der Anzeige die Spektralfrequenzanalyse stellt ihr da ein. Rechtsklick auf die Datei, von Stereo auf Mono splitten, sodass die Kanäle getrennt werden und ihr bei eventuellen Störungen die Kanäle euch besser anschauen könnt. Wenn das Signal zu schwach ist, könnt ihr unter Effekt dann auf Amplitude und Komprimierung den Normalisierungseffekt anwenden. Bei mir war das nicht nötig. Nochmal kurz was zur Bedienung. Oben habt ihr den Schieber zur Positionsbestimmung. Mit Alt plus Scrollrad könnt ihr rein und raus zoomen. Dann sucht ihr nach 3 Leerzeichen. Die sind besonders auffällig. Fangt dann von dort an, in eine TXT-Datei die Morsecode-Zeichen aufzuschreiben. Wo ich den Cursor abgesetzt habe, da sind 3 Leerzeichen ganz gut zu erkennen. Das ist sozusagen der Abstandshalter oder der Anfang der Nachricht. Innerhalb der Nachrichtenblock wird aber diese Zeichenfolge, sage ich mal, die darauf folgt, nochmal mehrfach wiederholt. Der kleine Strich ist ein Punkt, der große Strich ist ein Minus, dazwischen sind Leerzeichen. Bei mir ergibt sich folgender Morsecode: Punkt, Punkt, Minus, Punkt, Leerzeichen. Punkt, Punkt, Minus, Punkt, Leerzeichen. Punkt, Minus, Leerzeichen. Minus, Punkt, Minus, Punkt, Leerzeichen, Minus, Punkt, Punkt. Wenn man das jetzt mit dem Morsecode-Übersetzungsprogramm übersetzt, ergibt sich daraus die Zeichenfolge FFACD. Die brauchen wir dann später noch. Ich habe euch oben nochmal den ganzen Block, der unten als Morsecode übersetzt wurde, markiert. Sollte der Morsecode mit und ohne Normalisierungseffekt nur sehr schwer lesbar sein, dann schaut mal unter der Nvidia Systemsteuerung nach und manipuliert dort die Gamma-Werte nach unten oder nach oben. Ich blende euch mal einen Screenshot ein. In Outer City ist es genau das gleiche, dort zieht ihr euch die MP3 rein, dann spittet ihr von Stereo auf Mono, dann klickt ihr auf Spektrogramm, dann bei Effekten auf Normalisieren und auf der Symbolleiste habt ihr Plus und Minus für Rein- und Rauszoomen. So, jetzt geht's weiter mit dem vorletzten Abschnitt. Hier müssen wir Laternen ausmachen. Ausgenommen ist das direkt vor dem Leuchtturm stehende Haus. Bei den nachfolgenden Häusern wird jeweils immer eine Laterne im Zickzack pro Haus ausgemacht, bis insgesamt 6 Laternen ausgemacht wurden. So, das war Laterne Nummer 1. Geht schön im Zickzack, damit ihr nichts vergesst. Das war Laterne Nummer 2. Im Endeffekt ist es egal, welche Reihenfolge ihr die Laternen ausmacht. Hauptsache, am Ende sind alle 6 Stück aus. Das war Laterne Nummer 3. Das war Laterne Nummer 4.
Ja, hier hatte ich kurz Panik gehabt, ob ich auch wirklich auf dem richtigen Weg bin, aber hier war es dann Laterne Nummer 5. Laterne Nummer 6, könnt ihr euch merken, ist äußerst abseits hinterm Hügel und das war die Laterne Nummer 6. So kommen wir nun zum finalen Abschnitt. Durch das Ausschalten der Lampen haben wir nun die Schalter im Leuchtturm von A bis F aktiviert und können diese nun nutzen. Der erste grüne Code, der nun eingegeben werden muss, ist CAEEB, der bei jedem gleich ist, dann gefolgt von den individuellen weißen Code, den wir vorhin entschlüsselt haben, dann folgt der letzte Abschnitt, der wiederum bei allen gleich ist. Ich würde zum Anfang einmal kurz durch den Leuchtturm gehen, um genau zu sehen, wo die Schalter sind, denn ich weiß nicht, was passiert, wenn ihr euch verdrückt. Bei mir hat es zum Glück gleich zum Anfang geklappt. So, wir gehen jetzt die komplette Zeichenfolge inklusive meinen Code durch. Das war C. Jetzt kommt A, jetzt kommt E, das ist das zweite von unten. Jetzt kommt zweimal E, ich schaue beim ersten Klick dann einfach kurz weg und wieder hin, dass es irgendwie keinen Bug halt gibt. So, jetzt kommt B, das ist der letzte Buchstabe und danach kommt jetzt meine individuelle Zeichenfolge. Jetzt kommt zweimal F. Nochmal F. Jetzt geht's weiter zu A, der ist ganz oben. Das war A, jetzt geht's weiter zu C. Das war C, jetzt geht's zum letzten Buchstaben von meiner Sorte. Das war D, der letzte Buchstabe von meiner individuellen Zeichenfolge. Jetzt geht's weiter mit der allgemeinen Zeichenfolge, die alle haben. Jetzt geht's weiter mit F. Jetzt kommt E. Jetzt kommt Doppel A, das erste A. Und das zweite A. Jetzt kommt Doppel D, das erste D und das zweite D. Jetzt kommt der vorletzte Buchstabe A. Wenn der letzte Buchstabe gedrückt wurde, ist zu beachten, dass man dann ab dann nur noch 30 Sekunden Zeit hat, einige meinen eine Minute. Wir halten uns aber an die 30 Sekunden, Zeit hat bis hoch zum Leuchtturm zu gehen und den Knopf am Henkel zu drücken. Solltet ihr es nicht in der Zeit schaffen, ist alles gefehlt und ihr müsst den Server neu joinen und alles nochmal neu machen. Wenn alles geklappt hat, dann kommt folgendes Geräusch, wenn ihr den Knopf gedrückt habt. Ich wollte noch einen kurzen Hinweis geben, YouTube hat die Richtlinien geändert, ich brauche bis Ende Februar mindestens 1000 Abonnenten, bitte den Abo-Button drücken. So, das war's nun, ihr habt jetzt den Waffenskin von Anfang des Videos, sollte der nicht da sein, loggt ihr euch einfach nochmal neu ein, dann müsste der auf jeden Fall da sein. Solltet ihr die ganze Runde mit den Kollegen gemacht haben, hat derjenige, nachdem ihr den Knopf am Henkel gedrückt habt, genau 5 Sekunden Zeit nochmal zu drücken. Sollte er es in diesem Zeitfenster schaffen, müsst ihr den Skin auch bekommen haben. So, wir hören uns im nächsten Video, euer Goldpriester, ciao Kakao.